Hallo, liebe Angelfreunde, ihr seht, ich habe wieder meine dämliche Weihnachtsmannmütze an und das heißt, es ist an der Zeit für eine neue Folge unseres Christmas Countdowns, unserer Special-Serie, sage ich jetzt mal, von Unboxing und Gewinn, in der wir in jeder Folge Produkte vorstellen, die sich als Weihnachtsgeschenk eignen, sowohl vom Angler für einen anderen Angler. Ihr könnt das Produkt eurer Family vorschlagen, wenn ihr noch ein schönes Geschenk haben wollt, das sich rund ums Angeln eignet oder es auch einfach euch selbst zu Weihnachten gönnen. Dafür ist unser Christmas Countdown gedacht, euch Produkte zu zeigen rund ums Angeln, nicht nur Angelgerät, sondern auch nützliches Zubehör, das sich perfekt als Weihnachtsgeschenk eignet. Und ich habe heute auch wieder etwas dabei, nicht direkt Angelgerät, sondern etwas für drumherum. Das befindet sich hier drinne. Und wer unsere anderen Unboxing- und Gewinnfolgen auf Big Fish Media kennt, der wird anhand der Packung schon ahnen können, um was es sich handelt, nämlich um Handwärmer. Wir haben wieder einen Handwärmer dabei von Okupa, genauer gesagt den 118D. Handwärmer eignen sich besonders für die jetzt anstehende kalte Jahreszeit, denn beim Angeln sind warme Hände, warme Finger wichtig zum Montieren, zum Halten der Rute und zum Halten der Rolle und so. Mit kalten Fingern macht Angeln keinen Spaß. Und damit ihr genau das habt, also warme Finger und Spaß am Angeln, dafür ist der Handwärmer der Okupa 118D da. Ich packe den jetzt im nächsten Schritt mal aus und dann seht ihr die Features. Und dann erzähle ich auch noch was dazu, was den Handwärmer ausmacht. Jetzt habt ihr den Okupa 118D Handwärmer schon ein bisschen im Einsatz gesehen. Ich habe ihn jetzt schon eine Zeit lang an, muss zugeben auch auf der wärmsten Stufe, weil ich es wirklich gerne richtig warm mag. Und ich muss sagen, er hält richtig schön warm, er liegt auch richtig gut in der Hand und sorgt für schön warme Hände, schön warme Finger. Jetzt noch ein paar Details zum 118D. Das ist ein Handwärmer mit 5200 mAh. Er kann doppelseitig, also entweder ein- oder auch doppelseitig beheizt werden, dass ihr entweder an einer Seite Wärme habt oder auch von beiden Seiten. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Modi, die ihr einstellen könnt, also 5 verschiedene Heizmodi von relativ wenig, nur eine Seite, bis hin zu volle Pulle und Doppelseite, was ich jetzt hier habe und was richtig schön warm ist. Also wirklich ein treuer Begleiter für die kalte Jahreszeit. Je nach Modus, je nach Heizmodus hält ein aufgeladener Okupa 118D zwischen 4 und 10 Stunden. Das reicht locker aus für einen schönen warmen Angeltag im Winter oder auch wenn ihr über Nacht unterwegs seid und euch hier in die Jackentasche steckt. Also 10 Stunden bei einer moderaten Heizleistung. Das ist wirklich ein guter Wert, damit kommt man bestens zurecht. Und was ich auch noch an dem Ding hier ganz toll finde, ihr könnt den auch wie viele andere Handwärmer von Okupa auch als Powerbank benutzen. Das heißt, über den Adapter und über ein Kabel gibt es hier einen USB-C-Anschluss, könnt ihr das Handy laden und dann die Energie hier, die da drin steckt, auch nutzen, damit ihr niemals offline seid. Also wirklich schon eine Doppelfunktion, Handwärmer und auch Handy oder wenn ihr sonst irgendwas habt, wofür ihr Strom braucht, könnt ihr über diesen Handwärmer schön aufladen. So, bevor es jetzt an die Gewinnfrage für den 118D Handwärmer von Okupa geht, muss ich natürlich auch was zum Gewinner des letzten Christmas Countdowns sagen. Ihr findet den Gewinner hier unten in der Videobeschreibung, weil wir auch die Folgen ein bisschen vorproduzieren müssen. Also Produkt vom letzten Mal und den Gewinner hier unten in der Videobeschreibung. Und wenn du dich da wiederfindest, bitte wie immer eine E-Mail schreiben an bigfishmedia@web.de.
Wie immer Adresse dazu packen, ich sage es jedes Mal, Screenshot vom YouTube-Account und eine kurze Info, bei welchem Gewinnspiel du gewonnen hast, damit wir das zuordnen können und dir dann auch deinen Preis zügig zukommen lassen können. Und ja, jetzt zur Gewinnfrage für den Okupa Handwärmer, 118D Handwärmer. Übrigens, wenn ihr euch auf euer Glück hier beim Gewinnspiel nicht verlassen möchtet und euch den zu Weihnachten zulegen möchtet oder auch verschenken möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link direkt hier. Da könnt ihr euch den nochmal genau angucken und wenn ihr Bock habt, auch bestellen. Und jetzt die Gewinnfrage für den Handwärmer und die ist diesmal wieder ganz einfach. Sie lautet: Wie viele Heizmodi kann ich hier bei dem Okupa 118D einstellen? Ich habe es im Video gesagt. Dürfte nicht schwierig zu beantworten sein. Richtige Frage bitte wie immer in die YouTube-Kommentare reinposten und dann wird es einen glücklichen Gewinner geben, der hier mit dem 118D seine Hände beim Angeln warm halten kann. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg beim Gewinnspiel, natürlich auch viel Spaß und Petri Heil beim Winterangeln und ich würde sagen, wir sehen uns bei unserem nächsten Angelfilm. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.